leuchte schon mal so ein bisschen den Rahmen von der Insel aus, ne? Ja, den Rahmen ausleuchten. Also ausleuchten im Allgemeinen können wir gleich mehr, wenn du noch ein paar Backeln schon hast, dann ist das super. Ja. Dahin würde ich jetzt ganz kurz mal nochmal wenigstens zwei Stacks mitnehmen an Fackeln, damit wir gleich ausleuchten können. Was wir aber auch brauchen, wäre theoretisch Stone. Wir haben Cobblestone eine Menge. Cobblestone habe ich auch viel anzubieten. Was kann man denn theoretisch als gutes Auswechselmaterial nehmen, was man später easy auswechseln kann? Oh, wir könnten komplett über Chisel und über Cobblestone gehen. Und dadurch, dass die gechiselten Cobblestones andere Stones in sich selber sind, hätten wir eigentlich die Möglichkeit, später mit einem Swap-Tool das einfach auszutauschen mit den Ja. Prismarine-Sachen. Also wir könnten theoretisch jetzt schon den Meertempel bauen und könnten später austauschen. Ist das eine komplett andere ID? Ja, also normalerweise tauschen die dann nur den jeweilig gechiselten Block aus, weil das irgendwie dann Cobblestone, also Nummer 4, Slash, wie bei Wolle auch, farbige Wolle ist genauso getrennt. Die haben ja selber die ID, selber ID, aber es gibt eine andere Unter-ID. Katze kann nicht reden. Im sowas. So. Also Insel ist ausgeleuchtet. Sehr gut. Und dann komme ich jetzt mit Cobblestone und einem Chisel zurück. Und haben wir denn theoretisch schon Glowstone technisch was? Naja, nicht so viel. Ja, nee, ich habe auch nur ein bisschen. Dann werden wir da einfach Fackeln reinstellen, wo später die Sea-Lanterns hinkommen, würde ich Ja, sagen. ja, ja, So ja. ganz penetrant, einfach so hinputz. Wird schon passen. Ich hole mir auch mal kurz Cobblestone. Glaube, ich lasse momentan gar keinen Cobblestone aktiv generieren, sondern es ist einfach nur Ja, nee, Überbleibsel. mein Generator habe ich momentan auch in der Lava-Farm stehen, aber hier habe ich noch eine Kiste voll. Aber die Lava-Farm läuft ja auch irgendwann voll. Oder hast du einen Ja. Lava-Generator, der das komplett Nö, verbraucht, nö, nö, bevor nö, es das läuft? ist momentan einfach im Idle, sage ich mal. Also fast gut ausgeleuchtet, würde ich sagen. Oh, warte mal, hier ist komplett falsch Licht updated. Also Das ist perfekt ich wollte ausgeleuchtet. Bei gerade mir sagen, war einfach gerade eine komplette ich Chunk-Border, wollte mich fast schon beschweren. Ja. Das Einzige, wo ich mich beschweren kann, ist diese Insel hier. Die ist jetzt aber offiziell auch ausgeleuchtet und ein kleiner Teil unten rum. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, also das ist blau die Meckerei. Einen Das Chisel. ist, ich bin überrascht. Das ist so viel Kompetenz als Projektpartner bin ich, habe ich letztes Mal über Spark gehabt. Das ist echt schwierig. Also hier Props an dich Das hast du und aber lieb gesagt. ja, und im Endeffekt habe ich damit jetzt gerade gegen Early und Lauli geschossen. Im Team habe ich übrigens mit Flocke noch nicht gearbeitet, deswegen nehme ich Flocke da jetzt auch mal aus, also so direkt in einem Bauteam außerhalb von Castle. Und da haben wir ja wunderbar synergiert, also von dem her alles easy. Ich würde Weathered Welchen Bricks benutzen ein paar, Weather Bricks? Okay. weil die zum Anfang, also hier die hier von Cobblestoney, sind so meine ersten Wahlen, würde ich sagen. Und meine zweite Wahl für Pilare und sowas gibt es nämlich auch was, und zwar Tiles, wenn ich mich täusche. Die müssten eigentlich auch zu relativ gut aussehenden Pilaren werden. Nee, können sie nicht. Warte mal, es gibt einen, der aussieht wie ein Pilar. Muss ihn nur finden. Ich werde sie finden. Und hauen. Ich hätte mir vielleicht einen Warte mal, wir Eye-Chisel können. machen sollen. Ich habe einen Altschüssel gemacht. Was brauche ich dafür? Ein Redstone Gold. Genau, das würde ich für den Bodenteil nehmen, wenn ich ehrlich bin. Hier. Wunderbar. Pilar. Hätte man wissen können. Also die Baublöcke, die ich verwenden würde, sind Weathered Bricks, Pilare und die hier für den Boden, weil die Connected Textures sind. Und natürlich, nicht zu vergessen, Fackeln später mit Sea Lanterns austauschen, okay? Ja. Sind denn die, die du Mittelpunkt der meinst, die Insel ist jetzt noch die Pillar? Ah, große da. Frage. Ich würde Okay. sagen, der Mittelpunkt der Insel ist ungefähr hier. Ich würde sagen, der ist ja ungefähr da. Ja, vielleicht sogar noch ein Stück weiter rechts. Sagen wir einfach mal, der Mittelpunkt der Insel ist hier, okay? Also Das von bedeutet, wir der haben Orientierung hier meinst du? Da. sowohl von der Orientierung als auch von der anderen. Oder? Also ich glaube da, wo hier. Ja, dann machen wir. Das ist ja super. Dann nehmen wir einfach hier die Kombination. Dann kommt jeder einen Schritt näher an den anderen. Dadurch. Also da, wo jetzt die Fackel steht, ist Mitte, okay? Da, wo die Fackel steht. Würde ich sagen. Die da? Ja, Ja. okay. Dann markieren wir da einfach mal gerade, weil wir was können, mit was anderem als einer Fackel.
Am besten mit einem Stein im Boden, damit wir das jetzt gleich sehen. Da können wir auch schon mal, das war ein Leck, können wir auch schon mal ein kleines Stück nach oben hauen, weil hier dann später der Spawner drauf kommt. Ja. Deswegen. Also hier auf die Höhe kommt dann später der Spawner. Bedeutet, wir brauchen danach zwei nach oben, wo ich dann theoretisch ein Dach Macht das hinsetzen Sinn, den schon würde. mal hinzustellen? Dadurch, dass die hier halt auch Ach spawnen können, ja, wo du hast auf recht. ohne dass Wasser da ist, würde das gerade echt viel unterbrechen, so finde Ja, ich. ja, ja. Wir Deswegen, würden aber wir ziemlich müssen häufig theoretisch sterben. den hier müssen wir theoretisch abbauen. Brauchen wir ja gerade nicht an der Stelle. Und dann lassen wir den mittleren stehen, um da später den Spawner draufzustellen. So. Okay, auf den kommen der drauf. Okay, alles Genau. klar. Und das da oben ist lediglich die Decke dann. Ja. Dann würde ich fast sagen, wir machen ja eine Verbindung aus Pilaren, aus unseren normalen Stoffen. Wie ist so ein Tempel denn aufgebaut? Ich würde sagen, es gibt ja einmal so einen Halbpyramiden-Style, ne? Bedeutet der Raum, wir machen ihn mal vier breit, dann würde ich hier einen Pilar hinstellen, dann würde ich 1, 2, 3, 4 hier einen Pilar hinstellen, müsste 1, 2, 3, 4 hier auch einer stehen, oder? So, mit der Umrandung. 2, 4. Ja, finde ich gut. 1, 4, zwei, drei, 2, vier. 3, 4. Genau. Und die gehen theoretisch schon mal komplett nach oben. Das ist später halt auch die Spawnfläche. Also der Spawnraum theoretisch, der Innenteil davon. Genau, der spawnt dann in diesen. In dem Bereich können sie dann spawnen, genau. So. Genau, die sind jetzt noch verschieden hoch, das ist ja egal. Das ist je nachdem, auf welche Höhe wir gehen wollen. Aber komplett reichen wird es dann noch nicht. Ich würde sagen, dass wir dann nochmal theoretisch in 1, 2, 3, 4er Bereich nach außen gehen und den auch nochmal ansetzen. Also nochmal vier 2, 3, Blöcke nach 4, 1, außen. 2, 3, 4, genau. Ja. Okay, eins, zwei, drei. Ja. Ist das vier Abstand oder? Ah ja, vier Abstand, okay. Das ist jetzt ein bisschen schwierig darzustellen, weil ich da halt jetzt auch Slabs oder sowas bauen würde. Stairs, nicht Slabs, Entschuldigung. Also, dass die auch nochmal so angeleint sind. Unaligned? Miteinander verbunden. Dankeschön, Deutsch. Der eigentliche Spawn-Bereich ist ja dann bis hier oben. Bedeutet, hier ist die Spawn-Kammer. Das ist der obere Teil der Spawn-Kammer. Ja, glaubst du nicht, dass da drüber noch was spawnen könnte? Ich glaube fast nicht, oder? Ja, Also gut. theoretisch können wir den Spawn ja komplett unterbinden, indem wir hier oben Einfach ausleuchten. einfach genau ausleuchten, weil die Ja. spawnen anscheinend nur bei Nacht, so wie Ja. es momentan aussieht, also bei dunklem Lichtlevel. Und Nicht gut. selbst wenn doch, dann gibt es ja Möglichkeiten, Spawns zu blockieren, dass die da nicht spawnen können, mit Hilfe von Carpets oder Strings oder sowas im Raum. Wenn das wirklich nur ein Bausegment ist, theoretisch ist das ja egal. Dann müsste das hier theoretisch ja, wenn man es nach oben zieht, jetzt genau anecken. Genau, das tut es auch. Cool. So. Da, da, da. Sehr schön. Dann müssen wir gucken. Das ist ja jetzt momentan der Raum. Die ideale Deckenhöhe für mich ist immer noch 4. Bedeutet, ich würde den einen höher setzen, jeweils, dass die alle 5 hoch sind außenrum. Oh, hier fehlen noch welche. Genau, hier fehlen noch welche. Da war Eins, Pusher Miau zwei, am Werk. drei, vier. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Zwei, Hey. drei. Das sind aber jetzt nur drei Abstand, ne, bei dir. Bei mir? Hier. Ja, weil Eins, ich zwei, gerade in drei. der Zeile. Warum ist denn der hier dann anders weg? Ach, der ist nur 3 weg. Dann ist die komplette Reihe hier vorne. Warte mal, habe ich das mit 3 mit Absicht gemacht? Ich glaube Nein, habe nicht, ich nicht. Es weil sollten 4 sonst sein. sind sie bei vier. Es sollten 4 sein, ja. Das ist richtig. Aber dadurch stimmt So. dann hier auch automatisch was nicht. Da muss der nämlich dahin. Weil er muss ja diagonal auch 4, oder? Oder hast du den schon korrigiert? Den habe ich schon korrigiert. Der äußere ist es. Oder? Oder reden wir aneinander vorbei? Der hier müsste es sein, oder? Also, so wie es jetzt ist, müsste es richtig sein. Warte. I, 1, 2, 3, 4. Ah, Tatsache, ja. Ja. Hatte ich auch einen Denkfehler drin gerade eben. Katze kann nicht zählen. Das kommt vor. 1, 2, 3, So. 4. Ah. Oha, vier Personen, ja. Und zwei davon sind gut aussehend, Kappa. Der Hate is real. So.
Dann. Das sind jetzt die Early Weathered. Das sind genau die Weathered Bricks. Viele Sachen davon würde ich später zu Stairs machen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wenn wir das aus Dark Prismarine bauen würden später. Ja. Also das Update davon würde ich halt in Prismarine umwandeln. Ja. Und da halt auch einiges anders machen. Finde ich gut. Aber so wie es jetzt halt momentan wäre, wäre dann hier außenrum der Teil noch so. Die dann noch wahrscheinlich mit einer Verbindung jeweils vom äußeren zum inneren Pillar. Oder? Das ist jetzt die große Frage, ob wir hier einfach eine Ebene draufsetzen wollen, die ganz stumpf ist, wie die hier oben. Ja. Oder ob wir dann noch zwischendrin eben so Segmente reinsetzen wollen, dass es so aussieht, als würden die Pilare untereinander sich verbinden. Pilare so zu verbinden, hat halt das Problem, dass sie von unten dann so... Also ich meine, es ist trotzdem gut aussehend. Also ich habe mich früher an sowas unglaublich gestört, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen mehr. Das kann man machen, ja. Ja. Dann mache ich mal die Querverbindungen. Ja. 3, 4, 5. Ach, gerade schon, ich hätte keine Pilare mehr, Mann. Das andere, das ist das hier unten, okay. So, dann Weathered Bricks. Brauchen wir theoretisch noch mal ein Stück. So. Oh, bin runtergefallen. Bin fein. Oh. So, dann müssen wir nur noch theoretisch den Teil hier zwischendrin reinbringen. Genau, den machst du gerade schon fein. Genau. Hier ist die Frage, machen wir dann auch noch mal so, würde ich sagen. Ja. Dann ist es einheitlich. Gut, wir könnten da auch... Nee, das ist sogar ganz gut so, wenn das so, ja. Das gefällt mir ehrlich gesagt schon ganz gut. Oh. So, und dann haben wir hier drin eben, wie gesagt, eine Spawnkammer momentan noch. Wo die Sachen spawnen können. Und wenn es am Ende gut aussieht, dann glauben meine Zuschauer sogar, dass ich Bauskills habe, die eigentlich nicht vorhanden sind. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das ist immer subjektiv, weil ich persönlich halte mich selber für keinen guten Bauer, aber ich bekomme oft das Feedback, dass ich gut bauen könnte. Ja, doch. Und ich meine, schau dir dein Haus an hier. Ich bitte es dich. Es ist ein Vogelhaus. Es ist super. Ja. Dein Essen fliegt direkt zu dir. Es ist ein Vogelhaus, ja. Es ist ein Trick, um die alle zu bekommen. Ja, eben. Wir können noch kein Dark Glass machen. Das wäre das, was ich später theoretisch da reintun würde, damit es vom Stil her... Nee, Quatsch. Aha. Das können wir ja komplett solide machen. Das ist ja ein Seetendel nachempfunden, theoretisch. Das kann man ja später dann ein bisschen mit Tiefen und so weiter, mit Stairs und so einem Kram benutzen. Jetzt mache ich es gerade mal mit komplett Weathered Bricks zu. Komplett zu. Es sieht halt... Ja, es sieht am Ende des Tages immer aus wie ein großer, grauer Kasten. Momentan. Das ist halt, wenn man komplett aus Cobblestone mit einem Chisel baut, werden wir da nicht drum rumkommen. Aber es dürfte auch nicht so extrem schlecht aussehen, dass man jetzt sagt, dass es komplett unschön ist, so. Nee, das geht auf jeden Fall. Ja, die Kante würde ich vielleicht anders machen, aber da würdest du dann wahrscheinlich eher Stairs oder sowas nehmen. Genau, ne? Da würde ich normalerweise eigentlich Dark Prismarine Stairs oder allgemeinen Sea Stairs nehmen. Ist das faszinierend oder ist das faszinierend, dass wir durch die Viererreichweite wirklich am äußeren Ring komplette Ausleuchtung für alles erreichen? Ich finde das gut. Das haben wir genauso geplant. War genau berechnet. Ja, genau. Ah, stimmt, das war so berechnet. Oh ja. Weißt du nicht noch, das Excel-Sheet? Oh ja, genau, das Excel-Sheet, wo wir das alles zusammengefasst haben. Was genau. Nee, Moment, das ist... Ich baue dich jetzt ein, dann bist du mein Gefangener. Jojo. Da kriege ich kostenlos Essen und Trinken, das ist okay. Ja, erst wenn die Fischis drin spawnen. Achso. Ja, ich kann zumindest kostenlos wohnen. Kostenlos ist gut. Ja. So, das kann sein, dass es bei dir eine XXL-Folge ist, so ein bisschen, ne? Ich schneide das, glaube ich, in 2 oder so. Ah, okay. Dann komme ich jetzt also hier nicht mir, aus dem Kontext. Ich werde es wahrscheinlich auch noch das Segment hier an und für sich als Einzelfolge auf dem Zweitkanal wahrscheinlich bringen. Oder vielleicht irgendwie unter den Tagen irgendwann mal veröffentlichen. Das lasse ich den Leuten in den Videos. Nein, ich bin eingesperrt. Mensch, ein Video. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier das Video zu bewerten und auch bei Pixel das Video zu bewerten. Wenn genug Likes kommen, theoretisch,
dann veröffentliche dieses Segment mit Pixel als einzelne Folge nochmal extern, damit ihr alles mitbekommt, weil gerade habt ihr ja nur einen Zusammenschnitt gekriegt, ne? Also schön den Like-Button verprügeln, der ist immer fein. Ja. So, jetzt müssen wir uns theoretisch ein bisschen ans Mechanische setzen, denn ich weiß nicht, ob Guardians theoretisch an Tag, also über Tage einfach suffocaten. Ja, doch. Tun sie. Übrigens, mir fällt gerade auf, von dem Style her, wie wir es gemacht haben, wäre es sogar logischer, den Spawner nach unten zu setzen. Von der Range her. Oder genau da, wo er ist, aktuell. Ja, theoretisch auch, ja. Weil das ist genau da, in der Mitte. Würde sich halt, ja genau, wäre für den inneren OCD-Liebhaber gut. Ich mach mal hier. So, jetzt kommt er da drauf. Was machst du? Achso, den Boden. Ein hübscher Boden und man wird dich loben. Wir können ja jetzt gerade mal innen ausleuchten, solange es geht. So. Ja. Was willst du als Boden machen? Auch dieses glatte? Ich würde das hier. Große Flächen im Connected Texture sind eigentlich immer ganz sexy. Ja. So. Klick. Jetzt brauchen wir noch ein Aufnahmesystem und ein Tötungssystem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie suffocaten. Wenn ich ehrlich bin. Was denn wir können es da vorne gerade auch nicht testen, weil das Problem existiert, dass die hier, wenn man da dran geht und den aktiviert und die spawnen würden, würden sie runterspringen. Aber wir können es ja kurz drinnen testen. Ja, einfach mal rein und gucken. Und falls wir uns gleich unser eigenes Grab bauen, wissen wir es auch. Dann wird das ein Bossgegner. Ja. Okay. Die spawnen auf jeden Fall schon mal. Spawnen in dem Lichtlevel. Und das, obwohl da Fackeln drin sind, by the way. Das ist eigentlich gruselig. Weil vollkommen aussieht zu spawnen. Aber Die sterben nicht. Also, nee, es scheint nicht so, dass sie... Boah, die sterben nicht. Oh, habe ich dich erwischt? Ja, ich glaube schon, aber das war nur ein halbes Herz. Okay. Also entweder bist du schlecht im Hauen oder... Ich bin PvP-Pro, das weiß jeder. Ach, das ist ein Fisch, meiner. Laufen ins Schwert, ist okay. Ja, das sind Prismarine-Sachen. Dafür wollen wir es. Okay, wir sollten hier mal ganz kurz sehen. Ja. Das wird jetzt sehr unangenehm hier gerade. Sind das drei? Das sind mehr als drei. Okay, ja. Ich muss mal ganz kurz, ganz dringend los. Ja, ich auch zweieinhalb. Wir sind richtige Profis. Auf jeden. Lass das mal wissenschaftlich testen. Ja. 10 Sekunden später. Au! Ja, also wir haben wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie Aua macht. Nein, die kommen raus. Wie? Ja, das ist ja kein Problem. Die kommen durch die Tür durch. Die werden nicht so dick sein. Also, oder spawnen die draußen? Nee, oder? Draußen spawnen geht ja vom Lichtlevel schon gar nicht. Ist ja ausgeleuchtet. Auch so einer. Ist eigentlich auch ausgeleuchtet, oder? Ja, aber nicht genug. Da sind, ich glaube, ein komplettes X am Boden momentan, das nicht ausgeleuchtet ist. Ah, okay. Wenn ich jetzt mal ganz kurz gucke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mobs hier zu töten momentan. Aha. Ich glaube, die kosteneffizienteste, die wir momentan zur Möglichkeit haben, wären Iron Spikes. Mhm. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ein Player-Only-Drop bei den Guardians ist. Ich glaube, bei den Guardians ist ein Player-Only-Drop, wenn überhaupt... dass sie Special Drops fallen lassen. Also wenn es einen Special Drop gibt, keine aber Ahnung, im Kopf oder so. Spikes droppen doch auch Player-Only-Drops, oder? Ja, aber nur die Diamond-Spikes. Und die geben uns gleichzeitig das Problem, dass sie auch Experience erstellen. Und Experience ist eine coole Geschichte, solange du sie aufsammeln kannst. Aber ich glaube, das können wir momentan noch nicht. Wir bräuchten Obelisken dafür, ne? Ja, irgendwie sowas. Wie sieht es eigentlich mit unseren Enderperlen aus? Wir haben gar keine. Das ist sehr gut. Das bedeutet, Items einsammeln wird schwierig ohne Enderperl. Gibt es eine Möglichkeit, eine Enderperl zu synthetisieren? Mit dem, unfamiliar Item. Ja, krieg ich hin. Okay, einer ist tot. Das ist gut. Das ist sehr gut. Den Squeezer ist nur für den anderen Kram. Nope. Alloy Smelter brauchen wir auch nicht in der Hinsicht.
Wir haben, glaube ich, keine Möglichkeit, außer Guest hier Conversion, was nicht unbedingt in unserem Fachgebiet steht, würde ich sagen, nee. Das zu erreichen. Also Enderpearl ist gerade out of business, solange wir keine Endermänner töten. Ja. Wir brauchen eine Enderman-Farm. Ja, oder eben in Ding anfangen einfach. In Deep Mom Learning heißt es. Ja, genau, genau. Das ist ja auch, das ist ja quasi sowas wie Wut, oder? Ja, noch ein bisschen brokener als Wut, meiner Meinung nach. Oh. Findest du Wut noch nicht broken genug? Nö, nicht, dass wir jemals negative Erfahrungen mit brokenem Wut gemacht haben. Doors. Nee. Oder Sadius und mir was verboten, wenn ich mich nicht verirre. Was? Ja. Das könnte sein. Upsi. Naja, vielleicht. Könnte das sein. Ich glaube schon. Ja, wenn man halt übertreibt, ne? Also. Also ich sag mal so, 50 Wutfarmen sollten okay sein, oder? Ja, 50 Wutfarmen gehen. 50 Wutfarmen gehen immer, würde ich sagen. Ja. Also es sind alle tot übrigens. Das ist sehr gut. Ich mache gerade ein bisschen Eisen. Fertig. Ich habe jetzt 23 Level. Kommando zurück. Ich mache anscheinend kein Eisen fertig, weil ich Iron Ember nicht gecraftet bekomme. Ich habe Eisen. Wie viel Eisen brauchst du? Ich hab sogar, glaube ich, umgecraftetes Eisen gerade auf Lager. Und zwar... Oh, das klingt natürlich sehr interessant für mich. Iron. Okay, ich habe es nicht auf Lager, aber ich kann es in jeder Sekunde... Ach nee, das muss noch geschmolzen werden. Verdammt. Ja, ich schmelze kurz einfach was. Ich habe ja Schmelze. Okay. Ja, ich werfe auch noch mal kurz ein paar Stacks rein. Ah, es wird dunkel. Ich sollte mal kurz ein Bett aufsuchen. Oh, ich bin ja in der Nähe meines Bettes. Wir beide dürften ja dann locker reichen. Ja.